Hallo, jQuery, D-Ready und Klickmethode. In Zeile 14 sorgt die D-Ready-Methode dafür, dass bei dem Event-Ereignis, wenn das ganze Dokument vollständig geladen wurde, die Funktion innerhalb der Klammern, in diesem Fall eine anonyme Funktion, ausgeführt wird. Diese Anweisung kann ruhig mehrmals in einer Datei stehen, so zum Beispiel Zeile 14 und Zeile 19. Die Klickmethode hingegen, siehe Zeile 15, verwirklicht die angegebene Funktion bei einem Mausklick durch Punkt Hide, Klammer auf, Klammer zu, versteckt man die selektierten Elemente. Was bedeutet in Zeile 4? Steht der CSS-Code, das heißt für alle Div-Container gibt es die Schriftgröße 5wm, die Farbe Rot und den Cursor Pointer. In Zeile 5 wird das jQuery-Framework geladen. In Zeile 10 gibt es den ersten Div-Container und in Zeile 11 gibt es ebenfalls einen Div-Container. Einmal mit dem Inhalt Hallo Welt und einmal mit dem Inhalt jQuery. Dann von Zeile 13 bis Zeile 22 gibt es dann die jQuery-Anweisung. Was bedeutet, wenn das ganze Dokument geladen wurde? Bei einem Klick, Mausklick auf jegliche Div-Container wird dann diese anonyme Funktion innerhalb der Klick-Methode ausgeführt für this, das heißt, das bezieht sich auf gerade das Element, auf das gerade geklickt wird. Und dieses Element wird dann versteckt. In Zeile 19 ebenfalls wird diese Funktion ausgeführt, wenn das ganze Dokument geladen wurde. Und zwar für alle Div-Container wird hier die Farbe, die Textfarbe auf blau gesetzt. Okay, und so sieht das Ganze dann aus. Seite laden. Hier ist es dann blau, die Farbe blau. Und wenn man einmal draufklickt auf das jeweilige Element, dann wird es versteckt.